Seit dem 23. Juni laufen die Bauarbeiten in der Schneppendorfer Straße. Der rund 340 Meter lange Abschnitt zwischen Rathaus und Paul-Leonhardt-Straße soll bis Anfang Oktober saniert werden. In dieser Zeit sind die Anwohner auf die Umleitung über die Rathausstraße, Bertelsdorfer Straße und Ernst-Otto-Straße angewiesen. Die Kosten liegen bei knapp 500.000 Euro und werden zu 3/4 durch den Freistaat Sachsen gefördert. Im kommenden Jahr soll der nächste Abschnitt bis zur Ernst-Otto-Straße saniert werden.